Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So Leute, in der letzten Folge haben wir einen Mordfall im Hotel gemacht. Der Mordfall im Hotel, ah, scheiße, ach egal jetzt. Ja Leute, und wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Einen kleinen Moment, Leute. Ich muss was nur korrigieren. So. Ich musste was noch kurz korrigieren. Ach, ja, Leute, deutsche Sprache, schwere Sprache, kann man nichts machen. Hey, wie? Nicht, dass ich dir Angst mache, nicht, dass ich Angst habe. Angst hab bei dir mitzufahren. Oder vielleicht kannst du bis zum nächsten noch ein wenig üben, okay? XD. Hey, findest du, dass ich auf der Straße ein echtes Bedrohung bin? Ja. Wenn irgendjemand hier eine Bedrohung ist, dann ja wohl ich. Du musst uns nur am ein Stück zur Zeit. Ziellinie fortfahren. Na gut, dann übe ich halt noch ein wenig, versprochen. So, ja. Panem hat uns angerufen. So, zieht aus. Nur mehr Zeit hätte. Dann würdest du das Teil zu einem verdammten Raketenschiff machen, ich weiß. Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. Da, Johnny. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere.
Also will er keinen Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will. Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Du. Und los geht's. Zieh am besten den Kopf ein. Verdammt. Ist er voll angesprungen? Ist er vorhin bei den anderen angesprungen? Vielleicht solltest du... Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Aha! Geht doch! Aha. Ist nicht das neueste Modell. Aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Und? Was sagst du? Kuschelig hier drin. Kuschelig hier drin? Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was? Keine Knöpfe, Tasten oder Blinkedinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein. Warum? Vertraust du mir nicht? Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay. Für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Okay, so sollte es gehen. Dein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht ihr nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam, sag mal, soll das so sein? Neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Wow. Hey, langsam baff ich, was du meintest. Hör dich auf. Keine Angst, ich komm noch weg. Dreh einfach mal ein paar Kurven. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Gezeichnet. Jetzt lass uns schießen. Halt an und ich aktiviere das System. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen.
Also gut. Schieß auf diese Wracks. Volltreffer! Nirgendwo mehr hin. Okay, genug geübt. Okay, los geht's. Bist du bereit? Was ist los? Hab mich verlinkt. Unsere Nervensysteme sind jetzt verbunden. Klar, Basilisk-Piloten agieren in Harmonie. Fühle ich deshalb alles doppelt? Sensorische Rückkopplung. Unsere Systeme sind ineinander verschlungen. Willst du's mal probieren? Schön, aber das reicht mir, danke. Ist ganz cool, aber nein, danke. Okay, verstehe ich. Ich wollte dich nicht... Jetzt. Oh, fuck. Wir haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Rotten! Eine ganze Horde! Bereit zum Kämpfen! Attack! Geh auf, Thor! Diese Bastarde! Macht dich fertig! Und dann haut ab und macht euch hier nützlich! Wir fahren direkt zum Lager. Die Familie braucht uns. Oder jeder einzelne von uns muss sich selbst überlegen, was am besten für die Familie ist. Komm schon, Saul. Wenn ich den Clan verlassen muss, dann sag's einfach. Erspar mir wenigstens noch eine deiner langen Reden. Musst wohl noch ein paar über dich ergehen lassen. Denn von heute an wirst du diese Familie anführen. Mit mir zusammen. Bitte was? Ich hätte es ja gerne zeremonieller gemacht, aber gut, wie du willst. Ich lag falsch. Du hattest recht. Das ist die Wahrheit. Auf dass es nie wieder passieren möge. Aber ich mach doch ständig Ärger. Du hast gesagt... Ich weiß. Aber Meinungen ändern sich. Du hast für die Familie alles riskiert, obwohl du nicht wusstest, wie es für dich ausgeht. Okay. Na gut, von mir aus. Aber... vieles wird sich ändern müssen. Ja, und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich habe Nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erstmal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Alles Gute, du bist der Anführer. Ein interessanter Tag. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Kannst auf die Aldekaldus zählen. Jederzeit. Gut zu wissen. Wie viele haben wir umgelegt? Niemand an der Bar.
Finde ich gut. Bier? Limonade? Limo klingt gut. Limo klingt gut. Wie du willst. Auf Happy Ends. Was jetzt, Boss? Ich habe keinen Plan. Wörtlich. Absolut nicht. Saul ist also doch ganz okay? Was soll man da noch glauben? Das wird sich zeigen. Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. So einfach ist das nicht. Trinken erstmal. Was ist los mit dir? Würde ich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke, du hast mal nachversprochen. Vielleicht, wenn ihr umgezogen seid. Panam, ich... Ganz ruhig, alles okay. Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich weiß noch, wir haben geredet und dann... Du bist plötzlich umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Neue Bleibe. Das Lager ist umgezogen. Denke, hier sind wir sicher. Fürs Erste. Noch bist du nicht tot. Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Ach, halb so wild. Es wird schlimmer, Panam. Panam, es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay, Vi, entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Ich habe der Angst, dir die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit. Ich habe Angst, dass sie zwischen uns steht, wenn ich sie dir sage. Vi, hör auf mit dem Quatsch und sag mir endlich, was los ist. Kennst du Johnny Silverhand? Kennst du Johnny Silverhand? Ja, sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... soll das eine komische Metapher sein? Ace, ist mein Ernst. Lange Geschichte. Lange Geschichte. Hatte einen Job, hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir, wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuch nur damit zu leben.
zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Warte, ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Ich hab euch hier gut eingerichtet. Ihr habt euch ja schnell hier eingerichtet. Naja, war nicht unser erstes Mal. Dieser Ort ist gut. Wir haben das Gebiet besser im Blick. Der Rest wird sich schon zeigen. Danke, aber ich kann noch etwas bleiben, danke. Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Denk dran, unser Angebot steht noch. Wenn du Hilfe brauchst, die Alde Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, weißt du, wo du uns findest. Soll ich mitkommen? Ja, ich kenne diesen Ort von früher. Die alten Routen. Ist nicht mein Problem. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Militech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. Aber trotzdem, alles hier ist nur temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Wo schickst du mich, Panam? Nochmal, wegen vorhin. Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ganz ehrlich? Keinen Plan. Aber es muss doch etwas, jemanden geben, der... Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Komm schon klar, pass auf dich auf. Ich komm klar, keine Sorge. Viel Glück mit dem neuen Lager. Danke. Bis dann, Panam. Endlich geschafft, ey. Okay, mal gucken, was da ist jetzt. Wie geht's, Jake? Es geht so. Wir haben die Blutung gestoppt, aber ohne das Implantat... Was ist los? Jake hat's erwischt. Er braucht eine neue Niere. Und zwar sofort. Allerdings hat er eine Sichelzellenanämie. Ein normales Nierenimplantat wird's also nicht tun. Hier in den Badlands kommt man an solche Spezialdinge allerdings nicht so einfach ran. Raffenschiff? Stecken die etwa dahinter? Mhm. Wir sind davon gekommen. Gerade so.
Ein Granatensplitter hat sich direkt unter Jakes Panzerjacke gebohrt. Puh, was für ein Pechvogel. Es ist noch nicht zu spät für ihn. Aber die Zeit wird knapp. In Night City findet man so ein Implantat. Da bin ich mir sicher. Mhm. Dakota hat einen Kontakt in einem der Krankenhäuser. Der meinte, er könnte helfen. Aber? Aber einer muss in die Stadt. Und du siehst ja, wie das Camp aussieht. Die Ruffenschiff können jederzeit wieder aufkreuzen. Wir brauchen jeden Mann. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Wie? Kannst du in die Stadt gehen? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß. Dakotas Kontakt arbeitet in einem Krankenhaus in Little China. Du musst nur das Implantat abholen. Das Geld wird auf einem sicheren Weg verschoben. Alles klar. Bis später dann. Boah, Alter. So. Echt, ey, voll zu lang weit weg, ey, ist das, ey. Nicht wundern, wenn ich stumm schalte, weil ich bin gerade was am Füttern. Was und wow. Legendär vor allem. Vor allem noch legendär. Ist auch legendär. Seht ihr, hat Dakota sie geschickt? Ja, ich soll hier was abholen. Hier, eine Dynala Superniere für Patienten mit Sichelzellanämie. Wie abgemacht. Die Eddies kommen. Ja, ja, spät, ich weiß. Ich muss los, bin mitten in der OP. Gleich so aggressiv. Macht uns fertig. Was? Nein! Nicht schießen! Nicht schießen! Vielleicht überlege ich's mir, wenn ich eine verfickt überzeugende Erklärung höre.
Der Anruf von Dakota. Die Polizei hat mitgehört. Sie haben mich gezwungen. Nie im Leben. Kein Bulle macht so viel Stress wegen einem Nierenimplantat. Doch, es ist wahr. Sie sagten, dass Sie Ruff und Schiff aus Night City raushaben wollen. Mit allen Mitteln. Aber Dakota gehört nicht... Egal. Vergiss es einfach. Lassen Sie mich gehen, bitte. Ich wollte das nicht. Ich hatte doch keine Wahl. Nee, okay, ja. Ich töte nicht gerne ohne Grund. Anders als die Bullen. Lieber Gott. Danke. Danke. Danke mir, nicht dem lieben Gott. Das sagt ihr Ärzte doch immer, oder? Stopp, warte! Die Superniere. Die Polizei hat sie mit einem Virus versehen. Benutzen Sie die Firmware in diesem Splitter, wenn der Patient leben soll. Das war sehr ehrlich. Vielen Dank. Das war doch das Mindeste. Hoffentlich ist es das wert. Okay, wo ist der Splitter? Ich habe das Implantat für Jake, aber es hat einen Virus. Du musst die Firmware gegen die auf dem Splitter austauschen. Was für eine Überraschung. Nomaden kriegen immer eine Spezialbehandlung. Du hast gut aufgepasst, danke, Vi. Komm in ein paar Stunden nochmal. Bis dahin sollte alles klar sein. Was ist Ihr Problem? Ich komme zurück, wann ich will. Ja, seht ihr Leute? Das ist, wenn man nicht tötet. Man sollte einfach generell nicht töten. Außer wenn man einen Grund hat. Mm-hmm.
Radiant City tingling with desire. He'll do anything to scratch every inch. Watch some more. New episodes every Wednesday. Zu viel Chaos in deinem Leben? Überwältigt von Unmut? Du schon wieder? Hat dir unsere erste Meditation gefallen? Wohin bist du verschwunden? Jemand anderes brauchte mich. Hab mich wie neugeboren gefühlt. Eine Wirkung muss tiefe Reflexion regelmäßig wiederholt werden. Ein einziger Tropfen stillt keinen Durst. Möchtest du es wieder versuchen? Was würde mich das kosten? Das ist deine Entscheidung. Ja, komm, wir bezahlen den Mensch. Das sollte reichen. Gut. Ich passe während der Meditation auf dich auf. Schauen, wohin die Kette uns bringt. Hey, wie hast du geschlafen? Du hast geschlafen wie die Tote. Okay. Wir sind im Wald. Vor uns tost ein Wasserfall. Geist des Wassers, sei gegrüßt. Du bist zu 80% Teil unseres Fleisches und Blutes. Oh, wie geheimnisvoll du bist, Geist des Wassers. Eben noch warst du flüssig. Und jetzt schon Eis oder Schnee, Dampf und Nebel. In einem Augenblick heilst du, im nächsten ertränkst du. Wasche Schmerz, Krankheit, Unreinheit und negative Energie anderer Menschen und Dimensionen von meinem Körper und meiner Seele. Alleine Jugend, Weisheit, Wissen, Gesundheit, Stärke, Freude und bleibenden inneren Frieden. Wir nehmen den Geist des Wassers in uns auf. Gemeinsam werden wir eins. Wir sind Wasser. Wir sind diejenigen, die über die Klippe strömen. Wir danken dir, Geist des Wassers, mit Geist, Körper und Seele. Ohne dich gäbe es kein Leben. Wir huldigen der Schönheit verborgen in dir und den anderen Elementen. Beim letzten Mal. So, verkaufen, 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 verkaufen.
Nächste. Aber diesmal ein Auto. Ach schon, du dämliches Teil. Hä? Sprechen Automat wieder? Er hat es wieder getan. Wir sind gerade erst wieder zusammen. Aber er ignoriert mich. Er hat Angst, abserviert zu werden. Also tut er es immer zuerst. Dabei will ich doch nur die Beziehung retten. Ich komme mir so blöd vor. Er ist hier der dumme Theo, nicht du. Du trägst so viel Liebe und Mitgefühl in dir. Aber an Leute wie ihn ist das verschwendet. Ich muss jetzt gehen. Danke, dass du meinem Geheul zugehört hast. Ich wette, selbst Donald Lundy futtert manchmal kübelweise Eis auf einmal und verbraucht Berge von Taschentüchern. Oh, Brandon, du bist der netteste Typ, den ich kenne. Bis später. Hey, Brandon, hast du ein paar Witze für mich? Was wirst du, nachdem dich ein Konzern gefeuert hat? Zerhackt und im Fluss versenkt. Wer war das Mädchen, mit dem du geredet hast? Oh, du meinst Theo? Sie ist meine allerbeste Freundin. Ah, sie ist so lieb und hübsch und sensibel. Ich rede gern mit ihr. Es ist schöner, als immer nur Karamellkaffee aufzubrühen. Ich glaube, Leute nach Aussehen und Gefühlen zu beurteilen, geht über deine Fähigkeiten hinaus, oder? Blödsinn. Wenn ich die Leute nicht analysieren könnte, woher sollte ich denn wissen, ob ich einen Chai Latte oder eher einen Mochaccino empfehle? Du kannst... Ich habe dich unterschätzt. Ich habe dich wohl überschätzt. Du bist nur ein Roboter. Und nicht mal ein besonders komplexer. Man muss nicht komplex sein, um ab und an etwas Bedeutungsvolles zu sagen. Bleibt abzuwarten. Bis dann, Brandon. Was hat das denn für ein Mist? Ja, okay, Leute, da werde ich mal sagen, ich laufe mal ein bisschen her, dann mache ich dann auch später einen Cut. Okay, also sage ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Wird mich sehr freuen. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen und aktiv bleiben nicht vergessen und mich unterstützen nicht vergessen. Das wird mich sehr freuen. Da sage ich mal au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.